Leighton Moon. Leighton Moon, hide your secrets, know they know. Know that all away from you. In your way, in your way, the saddles fall into this place. Perfect for your obscurity to hide. Seeking a place to rest. Seeking light for your dread. Seeking a place to rest. Seeking a Hallo, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Oxford Room 104 und wir haben gerade ordentlich eine auf die Fresse gekoffert bekommen. Auf. So. Anscheinend an einer Badewanne. Oh, where am I? Matt. Wo bin ich? My head. Tausendfüßler. Ekelhaft. So, ein wunderschöner Kaffeetabon. Lass uns aufstehen. I can hardly stand up. Where the hell am I? Sind wir mad? The motel. Von der uns glück niedergeschlagen hat. Man. But how did I get here? And how did I get so banged up? Ja, warte, wir haben glück ein bisschen zensieren müssen. Ich war so schöner Loris erstmal hier am Anfang des Spiels. I have to get out of here. So, ja, du musst auf jeden Fall raus. Ja, schau mal, können wir hier machen? Schließen. Inventar mit E. Was haben wir da jetzt gerade genommen? Gegengift. Für verschiedene Gifte, basiert auf roten Kräutern. Verstehe es zwar nicht, aber es wird schon funktionieren. Okay. Nice. A metal canister. I don't know what's inside. Einige Objekte, wie zum Beispiel Kisten, können Gegenstände enthalten. Gehe ins Inventar, untersuchen, um sie zu verwenden. Alles klar. Untersuchen. Okay, alles klar. Da brauchen wir einen Code für. Haben wir noch nicht. Bath salts. Also können wir alles anfassen? Rusty. Alter. Bath salts. Bath salts. Bath bottle salts. Looks rusty. There's nothing in there. Okay. Cotton towels. They look cotton a little dirty. Towels. I'm not going back in there. It looks like a bar of soap. I'd better not touch it. Alles klar. A metal canister. I don't know what's inside. Kann man schon mal Schuhe anziehen? There's my sneakers. My clothes should be there too. Toilet paper. Fluffy. Immer einstecken. Toilet Paper immer gut. So. Metal canister. Metal canister. I don't know what's inside. Eine Kiste. Alter, können wir die ganzen Kisten hier einstecken oder was? Untersuchen. It's locked. It's locked. Okay, alles klar. It's locked. Spielen. Ah, okay, der Track aus dem Intro. Clean ashtray. Metal canister. Bath salts. The bottle looks rusty. Looks like there's something shiny at the bottom. Aufnehmen. Kann ich den aufnehmen? I can't carry anything else. Wie, bin ich schon voll? Er kann nur drei Sachen tragen? Na, dann bewahre ich doch mal auf. Option? To get out of here. So, was kann ich jetzt I can't carry anything else. Warum denn? Hab ich jetzt hier nicht irgendwas frei? Nee, hab ich nicht.
I don't need this now. Moment. Jetzt hat er so rübergepackt. Okay. Kannst du jetzt bitte in diese ekelhafte Klo, in diese urinverseuchte Scheißding greifen, bitte? Was ist da? Oh, pfui, Alter. Ein Schlüssel. And what's this small key? Okay, dann lass uns doch mal gucken, wofür der Schlüssel ist. Alter, definitiv zensiert. So. Und auf geht's. La la la. Kann ich auch. Nee, er ist jetzt hier sicher. Kann jetzt nicht. Kann jetzt nicht in die Wanne pinkeln. So, und bitte spülen. It's not working. Natürlich, dann machen wir mal Deckel zu für den nächsten, der greifen muss. So, ein Schlüssel. Kistenschlüssel. Na, dann holt mir nochmal wieder das Ding aus der Kiste zurück. So. Ein bisschen warm werden mit der Steuerung. Das ist eine Kombination aus E wäre quasi ja auch manchmal so bestätigen, ne? Aber das wäre in dem Falle schließen. Von daher nehmen. So, okay. Menü. Kombinieren. It's open. What's inside? Was ist das? Bandagen. Mullrolle. Okay. Cool. Alles klar. Und die Tür öffnen. It's locked. Ich würde gerne mal Klamotten oder irgendwas haben. Ich bin jetzt seit mehreren Monaten in diesem Motel. Allerdings habe ich zunächst aus purer Langeweile angefangen, seine Stockwerke zu erkunden. Ich kann nicht leugnen, dass ich neugierig auf seine Vergangenheit geworden bin. Meine Neugier wurde geweckt, als ich einen Raum fand, der nicht auf dem Grundriss stand. Bisher weiß ich, dass es im Motel 37 Zimmer gibt. Drei mehr als in den Plänen des Gebäudes. Oh, warte mal, wir können rumblättern. Warum wusste niemand davon? Das könnte die richtige Zeit für mein zweites Hobby sein. Das Schreiben. Eva. Oh, I've got to find my clothes. Oh, hallo, und hier haben wir eine Kombination. Für die Kiste wahrscheinlich. So, das noch zu lesen. Ich habe noch nie geschrieben. Falls also jemand das hier liest, hoffe ich, dass ihr mich nicht zu schnell verurteilt. Ich fand es schon immer interessant, darüber zu reden, was mir passiert und meine Abenteuer zu ergründen. Aber ich hatte nie Zeit dafür. Jetzt ist genau das, wovon ich am meisten habe. Zeit, in den Himmel zu blicken und zu schreiben. Was spricht dagegen? Seit ich in diesem Hotel bin, habe ich kaum etwas gemacht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich irgendwie beschäftige. Eva. Alles klar. So, dann greifen wir wieder ins Inventar und geben mal den Code ein. 3, 7, 3. Ein Schlüssel. Alles klar. Damit verbinden. Nee, oh, I've got to find my clothes. Ja, gerne. Kannst du nackig durch das ganze Spiel laufen hier irgendwie. Hot salts. The bottle looks rusty. So, und du kannst natürlich hier jede Schublade aufmachen. It's locked. Oh, anscheinend eine Menge zu lesen hier. Was mache ich hier? Ich erinnere mich, dass ich mit dem Auto meines Partners zu diesem alten Motel gefahren bin. Aber mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist, als würde mein Kopf explodieren. Meine Hand und Fußgelenke brennen. Ich kann nichts verstehen. Was ist mit meinem Partner Josh? Und dieser Frau? Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich dieses verdammte Telefon losgeworden bin. Aber es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt einen Anruf machen könnte. Matt. Fuck, ist schon wieder Matt. Achso, wir sind vielleicht Matt. I have to get out of here. I have to get out of here. So, kannst du dazu machen? Können wir denn hier jetzt einen Schlüssel benutzen? Damit verwenden. Nice. Und wir scheinen unsere Klamotten zu haben. Wunderbar. Oh, und wir haben gleich drei Slots mehr, die wir, wo wir Sachen aufnehmen können. Wunderbar. Und wir haben Schlüssel gefunden. Klar, haben wir natürlich in der Tasche. Why not? So, dann nehmen wir mal die Aufbewahrungsbox und sagen, nein, doch. Nein. Achso, ich bin noch auf 1, ich muss auf 2. Nehmen. Nehmen. Alles klar. So, dann. Inventar.
damit verwenden. Denn bitte. Klick, klack. Sieht tatsächlich recht cool aus, so von der Grafik und von der Atmosphäre. Oh, jetzt los. Oh, 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 okay. What the hell? Macht er hier diesen Stress? Tür öffnen? Nee, meint nicht. So, schauen wir uns erstmal um. Was haben wir hier? Haben wir wirklich in jedem Raum hier eine Aufbewahrungskiste oder was? So, ist das hier ein Telefon? Inventar. Nee, eine Taschenlampe oder was? Kleine Taschenlampe. Kann an der Kleidung befestigt werden. Nützlich für dunkle Orte. Sehr nice. Schön. Ja, machen wir nämlich gleich. Looks comfortable. Looks comfortable. Das ist auch entspannt. Ja, schön. Ist schön einfach. It's an empty bucket. It's an empty bucket. A clean ashtray. Ja, clean ashtray. Mein Partner, ich kenne Josh noch nicht lange, er ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Ehrlich gesagt, habe ich ihn nie besonders gemocht, in Wahrheit mag ich ihn nicht so sehr, in Wahrheit mag ich ihn so sehr wie einen schnellen Tritt in die Eier. Aber was soll man machen? Er macht einen tollen Job und verdient einmalweise Geld. Und seine Jobs scheinen nicht allzu wählerisch bei den Dingen zu sein, die er tut. Ich stelle nie viele Fragen. Ich denke, es gibt Dinge, ich am besten nicht weiß. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig. Wenn sie ihn bei etwas Illegalem erwischen, werde ich nichts für ihn riskieren. Matt. Okay. Oh, locked in again. I have to get out of here. Ach so, ist die Tür jetzt vorne zugeschlossen oder was? Wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. It's locked. Ansonsten hätte jetzt der Spruch keinen Sinn gemacht. So, okay, alles klar. Ey, du kannst jede Schublade wieder öffnen. Alter, ist. Töten, 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 töten. Von Evil. Alles klar. Wer auch immer Evil ist. Metal Waspow. There's nothing in there. There's nothing in there. Looks like some kind of liquor. Huh? A few jars and cans. I'd prefer not to take them. Okay. Okay. Wieder aufmachen. Schmerz, 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 Schmerz. Schmerz. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Schmerz. Evil. Wer zum Lappen ist jetzt schon wieder evil? Stimmt offen. Oh, hier haben wir. Jetzt war's. Zugeschlossen. What's in the Kühlschrank? Nothing. Füßler. Und ein schöner Burger. It looks like this was lit just a bit ago. Mehr. Aufnehmen, Inventar. Schließen. Kann ich den 1000 Füßler jetzt aufnehmen? Ist die nicht giftig? Auf, shit! It bit me! Wer hätte gedacht, du, wenn du vergiftet wurdest, musst du so schnell wie möglich Gegengift einnehmen. Du solltest dich beeilen. Alles klar, dann bitte Gegengift. Naja, wahrscheinlich halt so. Kleines Tutorial hier noch, ne? Kleines Tutorial. So, okay, also wie krieg ich jetzt diesen blöden Tausendfüßler da runter? Oh, locked in again. A ceramic vase. A ceramic vase. Okay. Wer bin ich? Mein Name ist Matthew G. Ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren. Kurz nach dem Tod meiner Eltern brachte man mich als kleinen Jungen in die Vereinigte Königreich. Alter, sprechen ist heute so schwer. Ich bin in einer kleinen Stadt an der Küste aufgewachsen, an der anscheinend einmal ein Teil meiner Familie gelebt hat. Der Ort war wie ausgestorben. Sobald ich konnte, verschwand ich von dort und kehrte nie wieder zurück. Ich habe seitdem nie nicht aufgehört. Ich war schon immer rastlos und durch meine Arbeit bin ich durch ganz Europa gereist und habe auch eine sehr wohlhabende Leute kennengelernt. Man könnte sagen, dass mein Leben gut lief. Ich arbeite mit Währungen, Vermögenswerten und so etwas. Ja, und ich arbeite gelegentlich als Programmierer, was man eben so macht, um über die Runden zu kommen. Mad. Okay, alles klar. Wir sind also Investmentbanker, Schrägstrich Programmierer, Schrägstrich Globetrotter. So, wie kriegt denn jetzt hier den Pansen hier runter? Was ist das hier? Kann ich hier noch Brot? Ist das hier ein Kohl? Ist hier ein Kohl? Ja. It won't open. It won't open.
So. Wie bekomme ich diesen auf? Isn't it? Looks like there's something in the dirt. It's a lockpick. Looks lockpick. Fragile. Okay. Probieren wir noch mit Schloss damit zu machen. Inventar und Lockpick damit verwenden. Salz. Na dann. Probieren wir doch mal, das Salz hier aufzustreuen. Damit verwenden. Nice. Great, it's gone. Und wir haben ein Objekt aufgebracht. To get out of this room. Notellschlüssel. Alles klar, lass mich raten. Sie ist wohl. Damit verbinden und hurra, er passt. Wunderbar. Also das ist auch das Zimmer quasi im Titel. Raum 104 oder was? So spektakulär war er jetzt nicht. Hey! What the hell? What? Shit! Naja, verpissen! Los, 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 weg, 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 weg! What the hell is going on here? Och, schön, schön. Und jetzt runter durch. Shit! Ah. Quicktime-Events, auch geil. Alles klar, ausweichen. So, bei dem Auto ist er natürlich nicht ausgewichen, ist ja klar. Schnell schwimmen. So, wir folgen jetzt einfach der unheimlichen Frau. Shit, hör zu! Come on! So leichter Silent Hill Abklatsch irgendwie. Aber bis jetzt recht smart, muss ich sagen. Also recht smart, recht sympathisch. So, eine Karte. Nimbar mit M. Vorsicht vor dem Virus. Vorsicht mit dem Pool. Treppe. Da ist ein Revolver. Badezimmer von Zimmer 104. Alles klar. Ausgang. Ausgang klingt gut. Na gut. Okay. Schauen wir uns mal um. Was haben wir denn da? Schild? Namensschild oder was? So. Oh, eine Giraffe. Na, soll eine Leiter mal mitnehmen? Kann doch mal gut sein. It won't open. It won't. Oh, hallo. Und hier haben wir scheinbar Munition dafür. Wir haben jetzt einen Revolver gefunden. 10 Schuss. Schön. Alles klar. Heißt aber auch im Umkehrschluss, wir sind hier oben. Oder was? Ja, klar, natürlich. Wir sind da rausgerannt, da in den Pool geknallt und da im Lagerraum. Schön. Oh, warte mal. Hier sind Patronen. Und wieder was zu lesen. Der Tod ist nur der Anfang. Ich will sterben. Ich will sterben. Warum kann ich nicht einfach sterben? Ich halte das nicht mehr aus. Ich will es nicht mehr aushalten. Evil. So, ich bin ja mal... Okay, also eine Menge Sachen hier. Seit meiner Ankunft wurde dieses Motel immer renoviert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es verwaltet oder was sie genau tun. Ehrlich gesagt, sieht es für mich immer gleich aus. Nun, es hat sich etwas geändert, aber zum Schlechteren. Seit im Poolbereich gearbeitet wurde, ist es fast unmöglich, vom Gemeinschaftsbereich dorthin zu gelangen. Es ist immer etwas im Weg oder jemand macht etwas mit den Schiebetüren. Dank meines Detektivgeschicks fand ich einen anderen Weg. Eine Verbindung zwischen Zimmer 203 und 303. Ich glaube, jemand hat diesen Eingang dort gelegt, um beide Räume miteinander zu verbinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ein weiteres großes Geheimnis dieses Motels. Ich benutze ihn oft, um mich davon zu schleichen. Da nie jemand da ist und diesen Raum nicht und diese Räume nicht benutzt werden. Eva. So, seht's mir bitte nach, wenn ich heute hier ein bisschen rumstotter. So, und du hast mich raten. Oh, wir haben immer noch Platz irgendwie. Aber jetzt müssten wir voll sein. Ja, jetzt haben wir voll. Okay, wir haben 3 Mullbinden. Wir haben einmal Gegengift, eine Taschenlampe. Ja, tatsächlich nimmt natürlich der Revolver samt... unser Kartoffel mitnehmen hier. Oder eine Gurke. Scheiße.
relativ viel Platz im Inventar weg. Ja. It won't open. It won't open. So, am Ofen können wir auch nichts machen. Oder an der Heizung, was er sagt. Naja, oh, Ofen. Ofenheizung. So, was tun wir? Was werden wir tun? Weil ansonsten könnte ich jetzt ja nicht mehr aufnehmen. Ich würde mal jetzt einfach sagen, ich packe das Gegengift da rein. Und vielleicht mal... Markus hat den Bauleiter gehört. Darauf steht der Name R. Lorenzo. Mhm. Packe ich auch jetzt mal kurz rein. Weil scheinbar finden wir relativ viele Aufbewahrungskisten. I have to check the entire storage room before I leave. Oh, ich hab was. Entweder ich was vergessen oder ich darf ohne das Schild vielleicht nicht raus oder so. Could this be? Oh, checken wir mal. Hm? I have to check the entire storage room before I leave. Okay, also scheinbar haben wir hier noch irgendetwas, was wir finden können. But what? What is it? Ah, okay, alles klar. Hier ist ein Schlüssel. There's a key. So, dann würde ich nämlich doch nochmal hier das Schild kurz reinpacken. Zimmer 111. Vault 111. Wie kann ich denn eigentlich den Revolver ausrüsten? So, Luft scheint wieder rein zu sein. Ach, sieht schon krass aus. Was haben wir hier? What is this? Haken, ein langer Stock, an dem eine Art Haken befestigt ist. Oh, okay. Ist das jetzt eine Schlagwaffe? Ist dies die Schlagwaffe? So, was ist das? Wo kommt überhaupt dieses scheiß Auto her? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Wer wirft hier mit Autos? So, scheinbar der Klempner. Okay. Das sieht schon echt gut aus, irgendwie. Ja, Pool könnte auch mal wieder sauber gemacht werden. Ein rotes X. Alter! Assassin! Kind! Nochmal zu lesen. Oxid. Was ist Oxid? Wer ist Oxid? Ich bin Oxid. Evil. Kryptisch. Sehr kryptisch. Aber tatsächlich würde ich mal hier eher probieren, mit dem Haken vielleicht mal kurz ranzukommen. Das sieht mir sehr gut aus. Nice! Schön. I got it. Der Haken ist uns zwar safe ein. Jetzt ist doch gut. Was haben wir denn jetzt bekommen? Was waren da drin? Noch ein Schlüssel. 210. Eine Menge Schlüssel. Okay. Okay. Gut, denn... Ja, ehrlich gesagt, nicht dran vorbeilaufen. Ich laufe mal hier drüben lang. So, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um noch. Alter. Nein, raus da. Schön. Noch ein paar Mullbinden. Oh, da ist Raum 112. 108, 109. Eieiei, Alter. Europalette. Schon wirklich krass aus. I can't carry anything else. Wofür ist denn die Schippe? Okay. Na gut, dann wo kann ich die Schippe jetzt nehmen? Warte mal. Dann würde ich mal erstmal kurz zu Raum 111 hin und da mal versuchen, den Schlüssel hinzupacken. Locked. Gottes Willen, Alter.
11. Kurz gucken. Mangt den Europalett, bin ich natürlich nochmal zu lesen. Jeder Tag ist hier unerträglicher als der davor. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, um mich sicher zu fühlen. Denn jetzt scheint das nirgendwo mehr sicher zu sein. Ich habe große Angst, aber so sehr ich es auch versuche, es scheint, als wäre ich hinter diesen Mauern eingesperrt. Ich habe Angst, dass die anderen gehen und ich in dieser gewaltigen Dunkelheit alleine bin. Warum passiert mir das? Warum kann ich nicht entkommen? Oma, warum hast du mich hierher geschickt? Gottes Willen, ey. Damit verwenden, bitte. Spannungsbogen wird erhöht. So, aufgeschlossen. Mann. Diese Wiesen sind blind, aber wenn sie etwas hören oder spüren, greifen sie direkt an. Du kannst deine Waffe benutzen oder in die Hocke gehen, um leise bleiben. Hocke ist Steuerung. Gedrückt halten. Oh Gott. Oh Gott. Ist was zu lesen drin? Nach dem Unfall sprach ich mit ein paar Leuten, um herauszufinden, wer mir geholfen hatte. Aber niemand erinnerte sich, jemanden in orangefarbener Kleidung gesehen zu haben. Ich habe auch das Gefühl, dass mich seit diesem Tag jemand beobachtet. Ich fühle mich nirgendwo sicher. Ich frage mich, ob die Person, die mich gerettet hat, mit dieser seltsamen Präsenz etwas miteinander zu tun haben. Hört sie mich jetzt, wenn ich crouchend laufe? It's a metal figure of a turtle. Psst, quatsch nicht rum. Okay, gut, das sieht alles gleich aus. Was ist das hier? XX und Kreis? Die sehen schon echt fies aus, ey. Hören die, wenn ich hier irgendwelche Schränke aufmache? Test. Ja, tun sie. Okay. Ah, da muss ich echt vorsichtig sein jetzt hier drinne. So, entspann dich wieder ein bisschen, dann kann ich die nächste Kiste aufmachen, ja. Ich frage mich auch, wie die irgendwas hört. Das Ding. So, das war zum Lesen. Ich will nicht mehr leiden. Es tut so weh. Warum tut er mir das an? Blut, Eingeweide, Finger, Fie. Evil. Übertreiben. Oh Gott. So. Drei Krüge. Davon ist einer ein Kreis, ich würde mal sagen. I can't carry anything else. Ich bin voll? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Echt jetzt? Scheibenkleister.
Ah, Mist, ey. Okay. Na dann. Müssen wir irgendwo eine Aufbewahrungsbox finden? Oder, warte mal, Inventar. Kann ich hier den Dietrich benutzen? Bisschen lustig finde ich schon irgendwie. So, was haben wir hier? Klopapier vom Feinsten. Das Schlimme ist, ich kann jetzt. Was ist denn jetzt? Okay, Patronen waren das anscheinend. A metal canister. I don't know what's inside. Aber echt ernsthaft, Firlefanz jetzt hier wegen einem Gegengift? So, und lass mich raten. Ah, warum habe ich denn das Gegengift jetzt genommen? Naja, gut. Okay, alles klar. Also, ich muss anscheinend. Ich gehe jetzt erstmal raus. Weil auch hier leider keine Aufbewahrungsbox drin ist. So, mal schnell gucken. Guckt ja mal in Toiletten drin. Okay, los. Und. Komm, wir gehen einfach raus. Ich könnte jetzt nochmal. Oh, oh, oh. Man ist irgendwie so konditioniert, dass du einfach auf die Tür klickst und dann gehst du durch die Tür oder die Animation geht los, dass du durch die Tür gehst, dass du nochmal zusätzlich bestätigen musst. Das ist natürlich. Ich muss zum Eingang des Motels. So, und der Eingang war doch eigentlich hier drüben, oder? Türen sind durchgeixt. Okay, das wird wahrscheinlich halt einfach ein großes Ziel sein. Raus aus dem Hotel. Gut, dann jetzt hier mal kurz rein und ran an die Aufbewahrungsbox. Aufbewahren. So, die Patronen würde ich jetzt gerne mitnehmen tatsächlich. Auch die Bandagen hätte ich gerne mit dabei, falls irgendetwas passiert. Irgendwie Gegengift ist eigentlich auch wichtig, aber. So, ich komme kurz noch die Schippe und pack die in die Aufbewahrungsbox. Den habe ich auf jeden Fall dabei. Oder sollen wir hier vorne irgendwas buddeln? Gibt's hier irgendwas zu buddeln? So, lass mich doch raten. Ich brauche doch bestimmt die Schippe, um irgendwo zu buddeln. Okay, jetzt zugekettet. Komm ich nicht durch. Komm ich jetzt eigentlich wieder zurück hier durch dieses Loch? Nur einmal durchpassen. Okay. Was haben wir hier vorne? Ah, alles klar. Hier kann ich wieder zurück. 103. Da ist dann wieder 104. Also ich könnte jetzt wieder in den Raum rein, aber wozu, ne? Ich schau mal hier um die Ecke noch rum. Statuenkopf. Steckt man natürlich auch ein. So. Überhälter können wir nicht nehmen. Erstmal wieder zurück. Dann würde ich jetzt einfach die Schippe jetzt erstmal abgeben. Wozu außer draußen brauchen wir eine Schippe? Also du kannst ja anscheinend doch nicht vom. Maybe. Maybe. I found something. I can't carry anything else. Ach, die Schippe braucht er so ja noch. Die Schippe hat er sogar noch am Start. Okay, alles klar. Gut. I have to get to the entrance of the motel. Ja. Du musst, aber du musst erstmal zur Aufbewahrungsbox, denn du bist voll bis unter Dach. So, aufbewahren. Zack. Aber nichtsdestotrotz wiederholt sich jetzt meine Frage. Wofür, außer für draußen, brauchen wir eine Schippe? So, ich kann jetzt gerne nochmal gucken, irgendwie, ob ich jetzt hier irgendwas finde. Aber hier ist ja nur wirklich ja nichts weiter. Okay. So, wir haben für 101 und für 110 was, ne? Oder? 210.
Was? 110? Zimmer des Bauleiters. Warte mal, wir haben noch so ein Schild vom Bauleiter gefunden, ne? Von Lorenzo. It's locked. Dann lass uns doch erstmal gucken, dass wir den Schlüssel loswerden. Damit verwenden. Sehen anscheinend, bis darauf, dass es spiegelverkehrt sind, alle recht gleich aus. Na gut, okay. Es ist Tage her, dass jemand außer mir durch die Räume gegangen ist. Aber ich glaube nicht, dass ich allein bin. Er ist hier. Ich spüre, wie er mich beobachtet. Wie ein wildes Tier, das auf den richtigen Zeitpunkt zum Zuschlagen wartet. Ich schlafe mit einem Messer unter meinem Kissen. Wenn er kommt, bin ich bereit. Ich gebe nicht kampflos auf. Bin ich wirklich verrückt geworden? Eva. Oh, da mal hier. Patronin? Yes. Patronen? Können wir hier die Kerze nehmen? Können wir Kaktus nehmen? Diesen wunderschönen Rehkopf. Looks comfortable. So, ist natürlich kein Messer drunter. Ist ja wahrscheinlich auch nicht Evas Bett. So, dann hier. So, nehmen wir uns noch ein Brot mit. A piece of stale bread. Na. So, hier haben wir einen Schlüssel. Oh! Oh, oh, stopp! Oh! Oh, Alter! Oh! Oh, okay, hat nicht mit dir gerechnet, der ist so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich werde nie wieder weinen. Ich werde mich nie wieder schämen. Ich werde nie wieder etwas bereuen. Ich lebe nur für Rache. Ich existiere, um alles zu vernichten. Evil. Okay, also wir finden Nonstop-Zettel von verschiedenen Personen hier. Können wir die looten? Nee. Können wir die Blutlache noch looten? Scheinbar nicht. I can't carry anything else. Can't carry anything else. Schauen wir hier nochmal überall rein. Sind wirklich eine Menge Schlüssel, die wir hier finden. Okay. 101. Gott, das ist ja wie am Arsch der Welt da drüben irgendwie. There's nothing in there. There's nothing in there. Okay. Gut. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich mir das mal am besten aufschreibe. Weil ansonsten kann das nämlich ganz schnell sein, dass man einfach komplett die Übersicht verliert. Was bei mir sehr gerne mal passiert. So. Hoppala, entschuldige bitte. So, also Raum. Entrance of the motel. Ja, ich weiß. It's locked. Okay, aber jetzt ist wenigstens erstmal Ruhe. Jetzt ist hier mal Ruhe. So, und schauen wir uns mal die anderen noch an. Das ist vernagelt. Das ist ein kläglicher, ums Leben kämpfender Kaktus. Okay, hier brauchen wir eine schöne Gasmaske. Schön, schön, schön. Was? Oh! Ist das Eva? So, das ist eine Leiter, die können wir vielleicht runterlassen. Was haben wir hier noch? Das ist ein Baustrahler.
Akku hält ewig anscheinend. Finde ich gut. Nimm ihn noch mit. Oh, nicht den Knökenfunzel hier. Mehr Rösen. Schön, alles klar. Cool. Okay. Und sieht dann 203 rein. Die wird wahrscheinlich eh zu sein. Sendet da, Alter, ein Butterfass? Schon mal jeder Bock hat, so in so einem Hotel Butter zu stampfen oder was? Auch geil. Kann man machen. Kann man machen. Ich würd's nicht tun. So, Kisten. Oh, hallo. Hallo. I can't carry anything else. Okay, also. Maske müssen wir mitnehmen. Und wir müssen vor allen Dingen jetzt nochmal in die 111. Und da an diesen komischen Fässern rumfummeln. Das ist ein Fässchen. Da kann man ja von nichts nehmen. So, und heruntergehen. So, okay. Ich könnte natürlich jetzt die 101 abschließen, dann ist der Schlüssel weg. It's locked. Tatsächlich versuche mich jetzt gar nicht so groß daran umzusehen. Ich muss bloß gucken, dass der Schlüssel weg ist. Irgendwie. Das ist ja. Das ist ja übel mit dem Inventar. Okay, lauter Bücher. Schauen wir uns nachher nochmal an. Schauen wir uns nachher nochmal an. Man verliert da so total den Überblick, ey. So, okay. I have to get to the entrance of the motel. Yeah. You have to. So, okay. 111 hinten rein. Dann müssen wir wieder sneaken. Nicht, dass wir von. Oh Gott, jetzt hab ich mich gerade hier vor dem. Hier steht irgendwas. Oh. Oh Mann. Bin so souverän. So, okay, dann schleichen wir uns jetzt in die Küche. Und schauen wir mal, was war da? So, diese komische Schildkröte konnten wir auch bloß anklicken da, ne? So, verfatz dich mal mit deinem hübschen Schlüpfi hier. Los. Ich muss da. Nein, andere Richtung. Geh andere Richtung. Dankeschön. Geh noch weiter. Okay. So. Hat sich das jetzt tatsächlich geändert? Also, geh mal an das, wo der Kreis dran ist, ran. It looks like the key to one of the rooms. Wieder dran vorbei. Los. So, im Bad war jetzt nichts mehr, ne? Genau, da hatten wir ja bloß die Dings aufgenommen. Raus, schnell raus. So, okay, also wir müssen anscheinend in alle Hotelzimmer rein. Irgendwie. Wir finden sukzessiv überall die Schlüssel dafür. Und jetzt habe ich gefunden für. How can I get inside the motel? Wir sind doch im Motel. Haben wir jetzt gefunden. Die ist wieder drüben auf das Nachbarbüro. Achso, das ist ja da. Nee, warte mal. Die Frau ist in die 203 reingegangen oben, ne? Genau. Ach Gott, Alter. Ey, der Inventar ist so knüppelvoll. Tja, jeweils in die 109 oder in die 103. Also irgendwie müssen wir einen Schlüssel hier wegkriegen. It's locked. 109. Damit verbinden, bitte.
So, die Gasmaske würde ich mir tatsächlich erst holen, wenn ich den Schlüssel für den Raum oben habe. Alter, Duster hier. Duster. Ist hier ein Lichtschalter? Nee, gibt's nicht. It won't open. It won't open. Okay, alles klar. So ein bisschen Casino-Style hier. Können wir die Jetons aufnehmen? Nee, können wir nicht. Their roulette is blocked. Ist blockiert. Okay. So, Schalter hier an dem Roulette-Tisch. Wie so aus? Hier gibt's nochmal zu lesen. Jeden vergehenden Augenblick werde ich stärker. Jetzt gibt es nur noch Hass. Wut. Evil. Alles klar. So. Kleine Slotmaschine. Da werden wir wahrscheinlich erstmal einen Jeton für brauchen. Aber wo finden wir die nur? So. It stopped. It says 11:33 p.m. Okay. Unerwartet? The mechanism seems to be working now. Ist jetzt die Blockierung weg? Ja! Da. Okay, das sind meine Glückszahlen, oder was? 11, 21, 34? Alles klar. Cool. So, oh, warte mal, hier ist ein Schlüssel. Schlüssel gefunden, wunderbar. Noch mehr zu lesen. Hätte ich kommen sollen? Seit Josh mir von diesem Ort erzählt hatte, schien mir das keine gute Idee zu sein. Halb verlassenes Motel irgendwo in den Bergen. Ich verstehe, dass es der perfekte Ort für seine Videos ist, aber ich weiß nicht, was ich hier soll. Und der verdammte alte Mann macht mich nervös mit seinem orangefarbenen Overall. Ich bin mir nicht sicher, ob er an der Rezeption arbeitet oder ob er ein Verrückter ist, der aus der Anstalt ausgebrochen ist und sich im Hotel versteckt. Ich schätze auch, er hat eine Geschichte. Matt. Ja, okay. Cool finde ich natürlich irgendwie, dass die Notes, die wir finden, halt einfach so wegblurren irgendwie. Das macht es natürlich sehr einfach irgendwie, falls man irgendwann durcheinander kommt, irgendwie, was man gelesen hat, was man nicht gelesen hat. It's just a brick. I'll call him Josh. Okay. So, natürlich ist der auch nicht mehr aufnehmbar. Es ist doch ein Kreuz, Alter. So, okay, warte mal. Schlüssel. Badezimmertürschlüssel. Müsste eigentlich, oder? Cool. Was haben wir hier? Patronen. An old radio that doesn't work. Das ist kaputt. So, und ich muss hier in die Klos immer gut drin gucken. Close. Nein. Manchmal ein bisschen schwierig hier zu treffen. Aber nichts. It's an empty pocket. Was ist aber drin? Wenn wir sendet, ist das hier ein Kerblich? Ah ne, so ein Mob sein. Aha. A metal canister. I don't know what's inside. Aha, okay. Patrone noch gefunden. Ein Foto eines Mädchens, auf der Rückseite ist ein Herz und plus eins gemalt. Möchte das bitte untersuchen? Eva. Okay. Die hat auch den gleichen Ohrring wie das Ladesymbol unten. Wer ist Eva? Bin ich ein schlechter Mensch? Ich verdiene das nicht. Ich habe noch nie jemandem etwas Böses getan. Wen versuche ich zu überzeugen? Ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich glaubte, dass alles, was ich tue, frei von Schuld wäre. Ich werde niemals zugeben, etwas Schlechtes getan zu haben. Jeder wusste, woran er beteiligt war und worauf er sich einließ. Ich war nur der Mittelsmann. Matt. Okay. Sind wir denn noch Matt? Irgendwie? Also wir sind. Oh, ganz schön viele Patronen hier. Toilet paper. Fluffy. Ein bisschen Toilettpapier mitnehmen. Das wäre mir viel wichtiger. So. Aufnehmen. Oh, nice! Schön!
3 Slots mehr. Na, die kommen aber wie rufen. Können wir hier mal? Inventar. It won't open. It won't open. It's just a brick. I'll call him Josh. Okay, jetzt haben wir... Oh, fuck! Oh, ist das fies, ey. Das ist fies. Totale Gänsehaut, ey. So, wir haben anscheinend hier eine Schachtel gefunden. Untersuchen, bitte. So, ach, lass mich raten. 21 und 34. Sehr schön. It looks like the key to one of the rooms. 209. Alter. Ich fühle mich schon hier wie so ein Rezeptionist hier, ey. So, kann man ansonsten hier noch irgendwas finden? Hier war ihm alles. Ach so, ah, hier, Moment. Wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, dass E bestätigen ist. Oh, nee, lass mich raten. Okay, alles klar. Wahrscheinlich hätte ich damit aufschließen können und hätte das wahrscheinlich leise machen können. Na, ärgerlich. Ärgerlich, aber so ist es halt. Lässt sich jetzt nicht ändern. Die Dinger fressen wohl ganz schön, Alter. 6 Schuss oder was? 5? Ist schon ordentlich. Okay. So, mal kurz aufschreiben. So, das war jetzt die... How can I get inside the motel? 109. Ja, 109. So. 209. So, was ich jetzt ja noch machen könnte, tatsächlich. Ich hätte jetzt ein bisschen Kapazität. Ich könnte jetzt hier mal kurz trainieren. In die 101. Die hatten wir vorhin schon aufgeschlossen. Das ist ja quasi dieses Bücherzimmer gewesen. Schauen wir mal hier rein. Scheinbar sollten wir auch wirklich... tun ist in diesem Spiel vermeiden, Lärm zu machen. It's a pile of useless books. It's a pile of useless books. Okay. Ja, lass mich raten, der wird natürlich nicht gehen. I don't think that's going to work. Ja, das ist jetzt natürlich auch so ein... toter Slot könnte ich eigentlich rauspacken. I don't think that's going to work. Warte mal, Katja da vorhin, wo war das? 111, stand da so eine Schildkröte rum. Soll ich hier eine Schildkröte drauf packen? Untersuch mal. It has a lock on the cover. Aber könnte auch ein Stern sein. Irgendwie, warum sollte man da jetzt eine Schildkröte drauf packen? Was ist das da? Ein Klingelknopf oder was? So, okay, hier haben wir nochmal eben mal Munition nach. Eine Schlange. There is nothing interesting in this book. Okay, also scheint ein Schlangenschlüssel oder halt einen Stern mit einer Schlange finden. Und einmal der Schildkröte. Was ich für ein Leben führe. Reisen, umziehen, Motel, Hotel, Hotels. Ja, so sieht mein Alltag aus. Ich arbeite von meinem Zimmer bzw. Büro aus mit Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Und mir wird schnell langweilig, wenn ich immer am selben Ort bin. Deshalb... bin ich nie länger als 3 oder 4 Monate an einem Ort oder an einem Land. Meine Dienstleistungen umfassen das Erstellen von Webportalen, das Verwalten von Kapital, Kryptowährungen, NFTs, Online-Verkäufen, immer ohne Einschränkungen, natürlich immer mit Blick auf den größten möglichen Gewinn. Ich habe viele Jobs, weil ich es geschafft habe, die richtigen Leute zu treffen. Ich bleibe auch lieber für mich. Ich
stecke nie meine Nase in die Geschäfte meiner Partner. Ich mache mein Ding und werde dafür bezahlt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals etwas am Rande der Legalität getan habe, aber meine Güte, er ist noch nicht über ein oder zwei rote Ampeln gefahren. Matt. Nischt. Nischt. Eine Menge Bücher hier. Lieber Herr Sangsverein. Okay, und auch noch ein Wolf. Oh, warte mal. Na, nee, ist ohne. There is nothing interesting in this book. Oh, bitte lass mich jetzt nicht in Büchern danach suchen, ey. Ich glaube, ich werde zu einem wilden Tier. Ich bin so lange vor einem Schatten davon gelaufen, dass aus Angst, dass ich gefangen werde. Ich esse kaum und kann nicht schlafen. Seit ich alleine bin, klopft jede Nacht jemand oder etwas an die Wände des Motels und kommt näher. Obwohl ich manchmal denke, dass diese Geräusche nur in meinem Kopf sind. Jetzt weiß ich nur eins. Und ich kann garantieren, dass es stimmt. Ich will nicht gefangen werden. Eva. Ja, das kann man blind unterschreiben, wer will schon gefangen werden. There is nothing interesting. It won't open. It won't open. Ich wandere immer durch das Motel und mache mir Notizen. Ich glaube, wenn ich so weitermache, na, könnte ich einen Roman schreiben. Wer weiß, ein Krimi oder sogar Horror. Als ich gestern spazieren war, sah ich, dass sich der Bauleiter für die Renovierung des Motels versteckt hatte. Er hielt eine Karte des Gebäudes in der Hand. Er kam mir seltsam vor, dass es ganz anders aussah als das Motel. Und überhaupt, warum versteckt er sich, um sich die Karte anzusehen? Ich glaube, er hat es mitgenommen. Er wohnt in seinem Zimmer 209. Wer weiß, vielleicht schaue ich mal vorbei. Aber, okay. So, das war jetzt wenig hilfreich tatsächlich irgendwie. Können wir denn hier... War das open? Alter, hier hat jemand wirklich viel gelesen. Kann man nicht anders sagen. It's a pile of useless books. It's a pile of useless. It's a pile of useless. It's a pile of useless books. A metal canister. I don't know. I can't carry anything else. Das ist doch nicht wahr. It's a pile of useless books. Oha, okay, alles klar. Hier haben wir scheinbar einen Schlüssel. Aber ich brauche eine Aufbewahrungsbox. Ach Mann, schade. Gut, ich würde tatsächlich mal die Möbelschlüssel erstmal rauspacken, irgendwie, weil ich glaube, ihn jetzt nicht mehr wirklich brauchen zu müssen, irgendwie. Vielleicht später nochmal, irgendwie. I have to get to the entrance of the motel. Ich denke auf jeden Fall, dass ich noch einen habe. So ist er jetzt tatsächlich erstmal nur Ballast. Ich habe dieses Foto von dann vorbei. Dieses Foto von Eva wahrscheinlich. Witzig, dass ich immer anscheinend während der Türanimation versuche, einen Schluck Kaffee zu nehmen. Und dann nochmal feststellen, dass man nur die Maustaste nochmal drücken muss. So, okay, oh, Tür ist wieder zu. Frage mich auch, ob tatsächlich hier random irgendwie die Feinde aufkreuzen können oder tatsächlich wirklich nur bei Lärm. Looks like some kind of liquor. Lecker. So. Welches haben wir denn gefunden? Probieren wir es doch mal mit dem Schlangenbuch. Oh.
Oh nee, ich bin vergiftet? Oh, das darf doch nicht wahr sein. I feel really bad. Ja. Komm, beeil dich. Das ist natürlich nicht geil, dass ich jetzt natürlich das Gegengift in der Kiste habe. 2, 5. Holy moly. So, okay, Schlüssel ist weg. War anscheinend nicht das richtige Buch. Das ist doof. I have to get to the entrance of the motel. Ich glaube, ich werde das Gegengift mal kurz mitnehmen. Irgendwie einfach nur für den Fall der Fälle, irgendwie, dass ich nochmal eventuell das falsche Buch öffne. Die Gasmaske wäre vielleicht jetzt auch geil gewesen. Aber die Gasmaske nehmen wir. Okay, wir machen es mal anders. Ich würde das Gegengift mal liegen lassen, würde mir die Gasmaske holen. Aber wenn ich die Gasmaske habe im Moment, dann habe ich die ganze Zeit im Inventar. Das ist auch scheiße. Okay, wir gehen nochmal kurz rein und schauen mal, ob das Gas jetzt weg ist. Und ob ich den Schlüssel wieder nehmen kann. So blöd, dass man sich den Schlüssel nicht ansehen konnte. Konnte ihn leider nicht untersuchen. Ist der jetzt wieder hier drin? Nee. Steckt wahrscheinlich noch in the book. Aufnehmen. Tja. Schildkröte, Wolf. Ist schwierig. Habe ich denn hier irgendeinen Anhaltspunkt? Könnte irgendwo passen, aber es ist kein Indikator, wo drauf ist. Okay, scheinbar was. The key to room 206. Was ist der richtige? Also wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden. Aber wir haben immer noch nicht den Schlüssel für diese Box da vorne. Ich hatte eigentlich gedacht, dass da. I can't carry anything else. Okay, wir sind natürlich vergiftet worden, weil es ein Schlangenbuch war. Schlangengift. Gut. Was kann jetzt bei einer Schildkröte passieren? Du. Sag ich jetzt mal so lustig hier. Oh, Licht. Wir haben Licht. Schön. Lass uns das mal einschalten hier. Laufe ich jetzt wieder raus, oder was? Also das Gegengift werde ich jetzt nicht brauchen, tatsächlich. Das ist doch wahnsinnig viel Backtracking hier, ey. Krass. Ah, da habe ich schon 9 Plätze jetzt, irgendwie. I have to get to the entrance of the motel. Ja, das brauchst du aber auch nicht jedes Mal sagen, wenn wir irgendeine Tür passieren hier, mein Kleiner. Weiß, dass wir raus müssen. Ich packe die Schlüssel hier rein. Dann hole ich jedes Mal, wenn ich in die Tür reingehe, irgendwie den Schlüssel dafür raus, irgendwie. Wir haben hier noch Item-Slots frei. Und das kommt mir ganz gut vor. Das, glaube ich, kommt mir nach einem guten Plan vor. So, was ich aber mitnehme, ist tatsächlich, weil ich in die 209 als nächste drin will, dieses Schild hier von dem Bauleiter. So, das ist jetzt das Zimmer, siehst du, und da wird wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich muss man auch das Schild mit bei haben. So würde ich das jetzt mal interpretieren. It's locked. Vielleicht. This one. So, stehst mal erstmal auf. Damit verwenden, bitte. Schön. So, lass mich mal kurz gucken. 22 Schuss, 28 Schuss. Kann ich probieren eigentlich. Vom Schuss.
ist doch was Feines. Schön eigenes Klo gebaut irgendwie. Kann man machen. Warum auch nicht? An empty toolbox. Traum eines jeden Bauleiters, sich hier so eine Holzklitsche. Aber egal. So, Schlüssel. Ich hoffe jetzt, dass nicht wieder irgendwas passiert, wenn ich die nehme. Überhaupt nicht paranoid. So. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich bin ein Opfer. Mein Fehler ist, ein Einzelgänger zu sein und niemals Fragen zu stellen. Ich hatte nie ein leichtes Leben. Zuerst meine Eltern, dann änderte sich mein Leben komplett. Und mein Stiefvater. Matt. Okay. Ja, Stiefväter scheinen immer so eine Sache zu sein. Wut, 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 wut. Okay. So, was haben wir hier? A dozen eggs? Klar. Klar. Auf so einem Lederlaken. An old flat screen TV. Doesn't seem to work. There is nothing interesting in this book. A few jars and cans. I'd prefer not to take them. Kann ich mich jetzt hier wenigstens ein bisschen freier bewegen? So, hier mal Badezimmerschlüssel, glaube ich. Ein Dietrich. Wunderbar. Sehr geil. Na, ich sah ihn. Ich sah den Mann in Orange. Ich wusste, ich war nicht allein. Ich versteckte mich in einem Schrank im Gemeinschaftsbereich. Ich glaube, er sucht mich. Ich habe solche Angst. Ich dachte, ich wäre bereit, aber ich bin es nicht. Ich will nicht, dass er kommt. Ich will nicht sterben. Eva. Durchaus verständliche Reaktion. Cotton towels. They look a little dirty. They look a little dirty. Englischer Gentleman. I can't carry anything else. Moment, bin ich schon wieder komplett voll? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. It's a metal figure of a turtle. Okay. So, das nochmal offen. Also wahrscheinlich wird es eh wieder zu sein, irgendwie, wenn ich hierher komme. Was ist das hier? Schallplatte. It looks like a bar of soap. I'd better not touch it. An old wash bowl with some dish towels. So, gut, da werden wir nicht rankommen hier vorne. Mal kurz hier oben ins Regal. Alte Öllampe. An old oil lamp. Looks like some kind of liquor. Sehr viel Alkohol. Won't open. Frage wäre jetzt auch für mich. Wenn ich hier nochmal rinkomme, ist das Monster, das müsste doch dann weg sein. Oder ist das denn auch da? Refresht sich der komplette Raum? Das wäre mal interessant. So, okay. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen was gefunden, was wir gebrauchen können. Ein Schlüssel mit 203 und ein Dietrich. So, und den Dietrich würde ich postwendend benutzen wollen. I have to get to the entrance of the motel. Flitzen wir mal schnell hin. So, aber tatsächlich ist noch ganz gut, dass er 299 noch einmal gegen Gift ist und dann haben wir wenigstens wieder zweimal, falls ich wieder irgendwelche Bücher finde. Poisoned Books. Okay. I don't think that's going to work. Ach, der passt nicht, der Schlüssel? Das ist so ein Popelschloss. Das Badezimmerschlüssel. Scheibenkleister. Okay. 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 Uns fehlt hier ein Schlüssel. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eher für Dietrich, weil das Schloss in Raum 104 sah genauso aus wie das. War auch so ein Popel-Pseudo-Vorhängeschloss irgendwie oder was in der Richtung. Tja, dann würde ich sagen, holen wir uns doch mal den Schlüssel für die 203. So, wir. Der kann jetzt auch raus. Aufbewahren. Badezimmerschlüssel und einen Dietrich. So, ich habe den Schlüssel für die 206 tatsächlich. Nehmen wir den mal mit.
Metallschlüssel. Für ein kleines Möbelstück. Könnte man nachher nochmal testen. Nimm mir die 206 mit. Was soll's. So. Wir gehen mal davon aus, dass die 206 ebenfalls ein Bart hat. Ist da drüben. Und, da wird wahrscheinlich auch der eine Badezimmerschlüssel weggehen. Oder ein Dietrich, wer weiß. Also, dass man halt ein bisschen Luft wieder hat im Inventar. Wahnsinn, wie schnell man sich hier vollballert irgendwie. Achso, übrigens. Der Grund, warum ich das Foto nicht auspacke, ist folgende Theorie. Und zwar, ist bei dem Spiel in der Beschreibung, steht ganz groß drin, Permadeath. Heißt also, wenn ich hier sterbe, fange ich von vorne an. Und ich denke, dass dieses plus 1 da oben so eine Art Leben ist. Und deswegen habe ich es bei mir irgendwie. Und ich will doch nicht auspacken, ehrlich gesagt, irgendwie. So die Theorie. Kann Quatsch sein irgendwie, aber ich versuche mal an der Stelle auf Nummer sicher zu gehen irgendwie. So. So, geht nicht. Hier braucht die Gasmaske. Warte mal. Denn... Herrschaftszeiten. Oh Gott, ich glaube, bis dahin laufen jetzt. Gut, das hoffe ich ja einen Item-Slot mehr voll durch die Gasmaske. Das ist mal ein Käse. Schauen wir mal rein. Gasmaske, ey. Okay, verstehe. Lass mich raten, ihr wisst wahrscheinlich, wofür ich jetzt hier an der Stelle die Schippe brauche. Die nehmen wir mal mit. Was haben wir ansonsten hier noch? So, schöne Baumscheibe. Ist hier ansonsten noch irgendwas drin? Problem ist, ich kann ja jetzt halt auch nicht aufrecht laufen und dann hört mich ja das Vieh sofort. Klo ist auch leer. Okay, jetzt Schlüssel geopfert für eine Mullbinde. Wäre denn hier um die Ecke? Das Problem ist, irgendwie das Ding in der Mitte lässt ja nun gar keinen Spielraum irgendwie. Kann ich hier durchlaufen? Ja, kann ich. Nee, kann ich nicht. Kacke. Von dieser Keuche hört. Hört ihr viele Keuche? Wer baut denn so eine Scheiße in sein Hotelzimmer ein, Alter? Ehrlich mal, ey. So, what is in the kitchen? Das Problem ist, wenn ich jetzt hier eine Gasmaske brauche, irgendwie, habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst, Pistole abzufeuern, bis ich, ob das Gas sich entzündet. Da hinten hängt ein Schlüssel. Da hinten hängt ein Schlüssel. Wahrscheinlich ist das doch das einzige Ziel hier drin. Diesen beknackten Schlüssel zu holen. Pokern? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Schlimm ist, dass ich durch die Gasmaske einfach nicht wirklich zielen kann, ne? Irgendwie. Also kann dann zusehen, dass das Ding halt immer im Schwarzen ist. Okay, es geht in diese Ecke rein. Es hätte theoretisch noch genug Spielraum, dass ich dran vorbeikomme. Probiert. Okay, wir haben es berührt. Yeah.
würde tatsächlich... beschissene Idee, aber ich würde tatsächlich gerne noch ein paar Schubläden aufmachen. Aber ich glaube, das ist eine dumme Idee. Mal jeder einfach jetzt mal in die Ecke nach hinten. Dankeschön. Okay. So ein paar Schubläden sind jetzt offen. Also sind quasi nicht kontrolliert worden. Vielleicht war was zu lesen drin. Vielleicht war irgendein Schlüsselelement drin. Ich weiß es jetzt nicht. So, ich schreibe es mir mal auf. 206. I have to get to the entrance of the motel. Gasmaske. Und... Schubkisten. Ist schwierig tatsächlich irgendwie. Weil wir brauchen ja die Schlüsselelemente. It won't open. It won't open. So, welchen Schlüssel haben wir denn überhaupt gefunden? 108 haben wir gefunden. 108 wäre ja gleich hier nebenan, tatsächlich. 108. It's locked. It's locked. Let's open up. Schauen wir mal, was jetzt hier drin ist. Bitte kein Monster. Please don't. Was ist das denn, Alter? 02. Oder mit viel Fantasie 62. Okay. Okay. Hätten wir. But for what? Ich habe große Angst, Evil. Thron. Fleisch. Sein Fleisch. Ich werde sein Fleisch von diesen ekelhaften Knochen reißen. Er wird sich wünschen, er wäre nie geboren. Mullbinden haben wir jetzt, denke ich, relativ viel. Da sind wir gut aufgestellt. It's a bottle of milk. It smells bad. It smells bad. Die Entführte? Davon habe ich nicht, nie etwas gewusst. Josh hat mir immer gesagt, das waren Freunde. Er hat Videos mit diesen Frauen gemacht und ich habe mich nur um die Verbreitung gekümmert. Ich habe mir die Videos fast nie angesehen. Mich hat das nicht gejuckt. Jeder kann sich selbst aufnehmen und tun, was er will. Und wenn jemand bereit ist, dafür zu bezahlen, warum nicht? Oh, Alter. Und diese letzte Frau schien ziemlich zufrieden zu sein mit dem, was sie tat. Ich bin sicher, dass sie nicht gezwungen wurde, mit ihm zusammen zu sein. Oh, ist das ein Kotzen, Alter. Tja. Also, es wäre naheliegend, natürlich die 62 zu nehmen. Ne? Machen wir's. Fuck! What's that smell? Raus, Alter, raus! Okay, die 62 war nicht. Ist ja klar. So, bin ich vergiftet? I feel really bad. Scheiße. Mann, wir haben noch eine Gasmaske. Ich verstehe das ja nie. Warum hat er die nicht auf? Soll die doch gleich aufsetzen. Have to get to the entrance of the motel.
So, was ja jetzt natürlich total kacke war, einfach der Fakt irgendwie, dass der einzige Hinweis, den ich hatte, tatsächlich jetzt eine Falle war. So, ich schau mal kurz. Hoffentlich ist jetzt hier nicht noch mehr Gas ausgetreten. Oder nicht immer noch weiter Gas ausgetreten. Ach, ist doch nicht dein Ernst, Alter. Oh nein, nein. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. War die vorher schon da? War die vorher schon da? 87, ey. Ja, so viel Gegengift habe ich jetzt auch nicht, um jetzt hier lustig rum zu experimentieren, ey. So, die erste war falsch. 62. Es ist wahrscheinlich, dass sie jetzt ebenfalls falsch ist. Es sei denn, die war vorher schon da irgendwie und wir haben... Nein, fuck. Hier ist noch eine 15. Ach, Mann. Haben wir ansonsten noch irgendeine Zahl? Ach, nimm die 15. Nimm die 15. Das ist eigentlich überhaupt viel Sprung. 50-50 Chance. Kriegen Gefreck bei. Oh, fuck! What's that smell? So, dann probieren wir also die 87. Ist jetzt hier noch irgendeine Zahl? Nicht, dass das so Ausschlussverfahren ist irgendwie. Ach, fickt euch doch. Echt jetzt, Alter. 83, 87, ne, wird es halt die 96 sehen wahrscheinlich. Ach ey, war die vorhin auch schon da? War die vorhin auch schon da? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ist euch aufgefallen? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich weiß, so Backseat Gaming ist halt immer so eine Sache irgendwie, aber ich hab's ja nicht gesehen. Ah, ey. Das wäre doch einfach, das wäre doch mal ein vernünftiger Indikator gewesen. Ja. Naja, wird's wohl die 96 sein. Die einzige, die nicht irgendwo steht. It opened. Oh Mann, Alter. Echt jetzt? Das auch noch hinterher hier, ey. Und was ist jetzt hier drin? 203. Okay. Toll. Ganz schau und hüpft das Brötchen mit hier. It looks like a bar of soap. I'd better not touch it. Europalette auf Toilette. Ach man, ey. Ach, das ist ärgerlich, wenn man so auf eben Auge blind denn irgendwie. Oder besser gesagt, auf eben Auge blöd. Kann man ja schon fast sagen. Naja, so ist es halt. Man lernt am besten aus Fehlern. Dann holen wir uns jetzt alles für die 203, würde ich sagen. Da hatten wir ja noch diesen kleinen Schlüssel. Tatsächlich bin ich hier über die Story noch nicht ein bisschen schlauer geworden. It's locked. Yeah, it's locked. Blut. Ach, das ist ja schon schön. Schön. Schöne Blutlache unter der Tür. Wunderbar. Sehr einladend. This room is marked in the map. Okay. Und... irgend pulsierendes Gedingens da dran. Okay, das blockiert also. Die Tür, komm mal nicht rein. Dann schauen wir uns mal um. Was ist das? Hindurchgehen. Hindurchgehen. Wir sind 203. Ah, schau an, sind wir nach 202. Das ist ja interessant. Okay. Okay. Könnte man tun. Schlüssel. Okay, den könnten wir noch nehmen. Eigentlich nicht gesagt. Okay, man wird wahrscheinlich damit. It's motor oil.
But the drum appears to be empty. It's a paint can. Not very useful right now. Okay, alles klar. Wir haben ein Benzinkanister gefunden. Voller Benzin. Wahrscheinlich müssen wir das Ding wegbrennen oder so. Aber ich kann bestimmt anzünden. Ist noch zum Lesen. Hast du schon immer andere betrogen? Andere Leute haben mich schon immer über den Tisch gezogen. Mit ihrem falschen Lächeln. Sie alle haben verdient, was ich ihnen angetan habe. Sie alle haben es verdient. Was zum Teufel passiert mit mir? Das bin nicht ich. Ich bin kein Betrüger oder ein schlechter Mensch. Wer ist in meinem Kopf? Die Frage ist 203. Wahrscheinlich ist das Ding, der Schlüssel, den ich gefunden habe, entweder da oben für die Tür oder... Geh mal durch. Vielleicht für die Ecke da? Aber hier muss ich jetzt nicht schließen. Elektrischen Stuhl bastelt, Alter. It's an empty tank. It smells like gasoline. Oh, die Leute verlassen das Motel. Sie haben Angst. Sie könnten nur daran denken, diesen Ort zu verlassen. Warte mal, ich hab ein bisschen Schiss tatsächlich. Das. Oh, fuck. Wie? Hau ab! Ich bin weg. Ah, Mist, Alter. Okay, also wenn ich lese, bist du immer noch angreifbar. Okay, eine Aktion. Gut, scheinbar muss ich mich heilen. Okay, gut, das war jetzt natürlich... Das war noch entspannt. I wonder if I could climb that ladder. Okay, also ich könnte schon eine Benzin wahrscheinlich benutzen. Das haben wir wurde aufgebraucht. Aber ich habe kein Feuerzeug erwischt. Ich habe noch einen Schlüssel für die 103. Den können wir tatsächlich mal mitnehmen. Ist auch wie schön. Cool. Gut, dann schauen wir uns an. Badezimmertür. Nehmen wir mal Badezimmertürschlüssel. Haben wir. Ein bisschen Munition. Oh, Ente. Oh, Ente war so ja wichtig. Sag jetzt. Willst du Ente oder was? Willst du mit Ente? Untersuchen. Schön. Schöne Ente. Was? Job. Okay, Job. Ja, Job. Na klar. Was willst du uns jetzt mit Job sagen? Okay, alles. Müssen wir jetzt Bauklötze finden? Was will dieses Motel von mir? Warum bin ich an diesem Ort gefangen? Was ist dieses Motel? Seine Wände werden immer kälter und der Geruch des Todes stärker. Ich muss hier raus. Ich kann nur an Flucht denken. Ich glaube, ich werde verrückt. Matt. Selbst hier diese Briefe geschrieben oder was ist los? Wo bin ich? Dieser Ort. Bin ich im Motel? Wo bin ich? Bitte jemand zu mir helfen. Hilfe! Ich würde mal fast sagen, irgendwie, wir müssen irgendwo Job hinstellen. Irgendwie. Ansonsten würde das jetzt mit der Ente nicht so viel Sinn machen. V bewahren. V. J haben wir
schon. Die habe ich gerade, glaube ich, gesehen. Genau. Wäre noch schön. Das ist ein A. Wäre mal ein O. Nehmen wir doch das. Ja, oder? So, was haben wir hier schön mit? Kann ich hier drinstehen? Okay, alles klar. Was sollen wir hier drinstehen? Hat jetzt einen Namen schon gesagt? Oh! Oh! That thing isn't there anymore. Oh Gott! Oh Gott! Alles klar. Baby ist weg. Geist kam, hat Baby mitgenommen. Schlüssel. 202. Okay, das war jetzt also das Ding, wo wir gerade drin waren, da oben. Wir haben wieder einen Badezimmerschlüssel und wir haben den Schlüssel zu dem Raum, wo ich angegriffen wurde. Dann probieren wir mal von der Seite aus. So. Hier Flamme. It's locked. Was heißt jetzt Flamme? Heißt das, dass wir jetzt hier nichts entzünden dürfen? Gehen auf den Feuer. Dürfen wir nicht schießen? So ein Mist. Okay. Jetzt sind wir hier bei Captain Folterkammer hier. Alter, wie hat der sich denn hier gebastelt, Alter? Mit mir. Warum fühle ich das? Ist mir nicht so viel Hass. Evil. Müllbinde. Ja, Müllbinde bringt mir nichts. Null. Oder O. Wir können hier drin nicht feuern, irgendwie. Weil wozu sollte sonst eine Flamme draußen dran sein? Also hochexplosiv, letztendlich. Aber ich verstehe den Tantam und diesen Raum gerade nicht. Wir haben zwei Zugänge davon. Also natürlich, um ihn halt irgendwie auszulaufen. Irgendwie, das ist wahrscheinlich. Aber für was? Da war jetzt... Da war ja nichts. Okay, weil wir sind schon dran. Anscheinend nicht. Ach, Gott, ey. Es scheint, als ob ich anfange zu verstehen, wer ich bin, was ich hier tue. Evil. Alles klar. Okay, gut, dann. Ich denke mal, ist jetzt klar, was wir tun. Streichhölzer. Na, so toll war es jetzt auch nicht, dass man so ausflippen muss. Okay, schön weggebrutzelte Ding. Klettern. Ja, lass uns doch mal schauen. Und damit kommen wir jetzt quasi aufs Dach vom Hotel, oder was? Sind wir jetzt auf dem Dach? Locked again. Nee. Nee. Axt. Gibt noch eine dritte Etage? Ach komm, hör auf, ey. It's motor oil. But the drum appears to be empty. Bin ich ein Opfer? Das war schon immer so. Ich bin das Opfer. Mein Stiefvater sagte mir. Ich sag's immer wieder. Sorry, ich dachte, da hinten kommt jetzt gerade was. Was war das gerade? Lösungsmittel. Eine Art ätzender Säure. Okay. Was ist denn das da, Alter? Oh, eine Schmiedezange. Schön. Schöne Ding, schöne Ding. Komm, hör doch
doch auf, Alter. I can't carry anything else. Hör doch auf. So, wir haben hier also ein Stück Seife oder was? Und da ist ein Schlüssel drin. 303. Alter, drei Schlüssel, Leute. Ey. So. Die Theorie ist jetzt, dass das Seife ist. Damit verwenden. Eher weniger. Was ist denn, wenn ich jetzt hier noch das Lösungsmittel drin kippe? Blubberbäschen. Jetzt die Zange. Cool. I hope it still works. So, und das müsste, wenn ich jetzt richtig auf die Map geguckt habe. Warte mal, wir sind hier in der 303. Der Schlüssel für die 303 sein. Wunderbar. Sehr schön. Damit haben wir den benutzt. Und jetzt schnappen wir uns noch schnell die Schlüssel von drinnen. Die sind ja Gott sei Dank auch recht schnell hoffentlich weg. Achso, okay, dann schnappen wir uns jetzt noch schnell die anderen Schlüssel. 301 und 305. Gehen wir erstmal in die 301, würde ich sagen. Weil es sich so schön nach Dart anhört. I hope I can get in the motel from this floor. Hey. Na? Oh, sieht doch nicht gut aus, ey. Aber das ist Eva. Das ist Eva, das ist die Frau vom Bild. Das ist Eva vielleicht evil auch? Also, dass sie quasi schizophren wird? Einmal umgedreht, ist er weg. It's locked. So. 301. So, bitte ohne Monster. Ich will. Oh Gott, was ist denn da, Alter? So war auch. Sieht ja plüschig aus hier, der Raum. It's not working. Ist das der Raum, wo Josh immer unterwegs war? Alter, echt jetzt. Oh, ist das schlecht. Mich jetzt nicht drauf einnehmen. So, hier haben wir noch einen Badezimmerschlüssel, den wir benutzen können. Oh, Alter. Oh, hat sich noch jemand frisch gemacht? Oh, krieg ich Gänsehaut, Alter. Schön hier. Oh, haben sie sich schön gemacht hier. Wunderbar. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Aber das Wichtigste, ich weiß, wer du bist. Und bald werde ich wissen, wie ich dich finden kann. Eve. Okay. Ich weiß nicht, wo ich bin oder was das für ein Ort ist. Na, was denn? Entscheide dich doch mal gerade. Was für ein Ort ist. Ist dunkel, sehr dunkel. Warum? Er hat gesagt, ich bin besonders. Aber es tut so weh. Ich fürchte mich sehr, die Schmerzen zerstören mich. Ich werde zerrissen. Ich kann nichts dagegen tun. Eva. Oh Mann. Ich will ja nicht wissen, was der. Man kann sich ja schon denken, was der hier abgezogen hat. It's locked. I don't think it can be opened. Okay. Ach. Oh. Bolzenschneider. It's a Bolzenschneider. A metal canister. An empty toilet roll. That's okay. Not very useful. It's an empty bucket. It's an empty bucket.
Bierchen. Looks like some kind of liquor. Ach Gott. Gut. Bolzenschneider haben wir gefunden. Verstehe. It's not working. Den nehmen wir mal raus hier. Können wir uns jetzt hier nebenan durchcutten? Das wäre mal interessant. Irgendwie war ja eine Kette davor, dürften wir eigentlich zack abkriegen. Aber wir müssen noch in die 305 rennen. Wahrscheinlich da drüben. I hope I can get in the motel from this floor. Cool. Nice, das hat funktioniert. Wunderbar. Oh. Oh. Oh Gott. Ist das schlimm. So, ich würde nochmal schnell, bevor ich ihr jetzt folge. Ist vollkommen übertrieben und vollkommen falsch und nicht angebracht an dieser Stelle, aber ich muss rein, um zu lesen. Verantwortlich für die anderen. Wir sind alle erwachsen. Jeder kann entscheiden, was er mit seinem Leben macht und ist für sein Handeln verantwortlich. Ich war immer allein und werde es auch immer sein. Ich werde niemals für das einstehen, was die anderen tun. Ich werde nie etwas tun, was mir nicht nützt. Sie alle verdienen den Tod. Matt. Was ist denn los mit ihm, ey? Die drehen hier alle langsam durch. Bitte kein Monster, bitte kein Monster, bitte kein Monster. Apropos Automat, der Benny hat mir gestern so ein Video geschickt, irgendwie. So ein Typ, der Cola verkauft am Strand und einer hat's quasi gemixt irgendwie. Ach, nö. Einfach mal nö, Alter. Nee, hab ich instant keinen Bock drauf. There is nothing interesting in this book. A few jars and cans. I'd prefer not to take them. So, könnt ihr jetzt tatsächlich sagen? Moment, der Revolver ist voll. Gut. Okay. Ich denke halt immer, hier ist ein Gewehr drin. Ja, nee, wie gesagt, Benny hat mir ein Video rüber geschickt irgendwie und da remixt jener wie ein Typ Cola am Strand verkauft. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielleicht hauen wir das hier noch im Anschluss an das Video mal ran. Mal gucken. Ich habe die Kontrolle über die Einrichtung, verdammter orangener Clown. Du wirst leiden. Du wirst so sehr leiden, Evil. Okay, das klingt wirklich nach massivsten Rachelüsten. Aber wer ist der Typ in Orange? Außer dass er uns niedergeschlagen hat. Wer ist er? It's a metal figure of a turtle. So, war das Leid all dieser Menschen deine Schuld? Meine Schuld? Das ist gelogen. Ich würde nie etwas tun, das jemanden verletzt. Und wenn doch, hätte er es sicher verdient. Ich bin unschuldig. So wie ich die Brieftaschen vieler meiner Kunden geleert habe, ich würde so etwas niemals tun. Warum kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken? Matt. Okay, alles klar. Hier eine kleine Mucke. Starten hier. Oh. Ein Dietrich. So, lass mich raten. Du hässlicher Freak. Oh Mann, Alter. Du kriegst eine Violine. Ey, einfach nicht schön. Einfach nicht schön. So, was ist mit dir? Ready to play. Oh. Key. Das ist Key. Aber es ist schon wieder so ein Möbelschlüssel, Alter. Für ein Vorhängeschloss, Alter. Falls ich jetzt wahrscheinlich den Bolzenschneider nicht gefunden habe, oder was? Oh, Leute, ey. Tatsächlich könnte ich jetzt nochmal schnell in die 201 flitzen und da nochmal gucken, ob ich da mit drin komme.
Aber was soll es bringen? Was wäre jetzt in dieser Kiste drin, was so geil wäre? Ey, wenn da jetzt nur eine Mullbinde drin ist. Dann ist ja aber was los. Wenn ich damit überhaupt da hinkomme, wie ist das? I hope I can get in the motel from this floor. From this floor? So, ich würde ansonsten auch ja nicht anders weiter runterkommen, glaube ich. Puh, Alter, was ist hier so ein Steinhirn hier, Alter? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Wie sieht unser Inventar aus? Okay, zwei Slots noch. Schauen wir doch mal. Scheiße. I'm almost out of here. Okay, ich bin fast draußen. Okay, das ist so ein Freak. Relativ viel Patronen habe, muss ich sagen. Sieht ganz gut aus. Noch, wer weiß, was mir bevorsteht hier für einen Boss-Fight. So, langsam. Smooth, da hinten ist er. Los! Boah, Alter, das ist aber... I can almost see the exit. Der hat jetzt aber mal viel gefressen, mein lieber Herr, Alter. Schweinehaft, dass der gerade abgebogen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Patronen. Nochmal was zu lesen. Was ist mit diesen entführten Frauen? Ich weiß nichts über die verdammten Frauen. Und die entführten Frauen? Fuck. Und die entführten Frauen? Verdammt! Ich weiß, dass Josh sie in das alte Hotel brachte und diese Videos machte, aber sonst weiß ich nichts. Ich habe nur die Videos verkauft und sie auf Untergrundmärkten zu Geld gemacht. Ich hatte nie etwas mit dem zu tun, was Josh tat. Und ich wusste nicht, was mit den Mädchen passiert. Ich war nur ein Bauer, ein verdammter Niemand. Red dir das nur ein, Matt. Red dir das mal ruhig ein. Knistert mir so? Wenn du das hier liest, gebe ich dir die Chance, von hier zu fliehen. Ich kann Oxide nicht verlassen. Ich bin ein Teil des Ganzen. Aber du? Lauf und mach etwas aus deinem Leben. Nutze diese zweite Chance. Und wer weiß, vielleicht kannst du mir eines Tages die Freiheit zurückgeben, die ich dir heute gebe. Eva. Okay. Ist da der Ausgang? Almost out of here. Oh, das ist doch. Ist da der Ausgang? Map? 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 Ich glaube, ich bin fast draußen. Ich glaube, ich bin fast draußen. Was ist da noch eine Scheiße? Hey. Eva. Ich fühle nur Schmerz. Ich erinnere mich ständig an das Motel und an die Tage, die ich vor dieser ganzen Sache erlebte. Dieselbe Zeit und derselbe Ort wieder und wieder. Ich sehe mich selbst, wie ich die heruntergekommenen Gänge erkunde und ablaufe, als ob nichts von all dem passiert wäre. Obwohl das Motel damals wie ein Gefängnis für mich war, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich es vermisse. Eva. Spinnst du? Frauen. Ich weiß nichts darüber. Lass mich in Ruhe. Warum tue ich mir das an? Zu all diese Fragen. Wer ist die Frau? Warum kümmert es mich, wer sie ist? Noch eine, mit der man Geld verdienen kann. Fuck. Matt. Musst du mal. Immer toller.
Hey. My head. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße, ey. So, und nu, wat jetzt? Ah, shit. Can't get to the exit. I should follow that girl. Auf die schießen? Na, die feiern's gut. Oder was? Oder wie? So, Eva steht noch da drüben. Lesen. Warum tut er mir das an? Was will er von mir? Ich spüre, wie meine Seele sich verdunkelt und grausam wird. Wie ich in zwei Teile gespalten werde. Wie Wut und Schmerz mich von innen auffressen. Aber auch wenn man mich vielleicht auslacht, ich schreibe gerne. Ich hoffe, dass ich wenigstens das nicht verliere. Denn es ist das Einzige, bei dem ich selbst sein kann. Das Einzige, was mich an diesen Ozean der Dunkelheit etwas Licht bringt. Das Einzige, was meine Freundlichkeit und mein wahres Ich zeigt. Eva. I have to find a way out. Ich muss erstmal alle lesen. Ich fühle mich, als würde sich mein Körper und mein Geist ausdehnen. Schmerz ist jetzt Lust. Lust ist Rache. Lust, alles zu zerstören. Evil. Wie gesagt, ich denke, dass Eva und Evil ein und die gleiche Person sind. So, warte mal. Nachladen hat er? Dining Room. Ja. Schön. Schau. Ich kann alles und jeden sehen. Das Motel. Jetzt ist es ein Teil von mir. Jede Wand, jedes Fenster. Ich kann es fühlen. Evil. A jar full of honey. Feuerzeug. Nice. Okay, cool, cool. Was wandelt jetzt? Denken jetzt auf ihn um. Schürtuch. What? I can't carry anything else. I have to find another way out. Ah, hier ist ein Trunk. Nice. So, dann packe ich mal erstmal den hier zurück. Ach, guck mal, hier sind verschiedene. Naja, what else? So, lass mich raten. Ich soll einen Molotow-Cocktail bauen, wenn ich den Tisch schon so sehe. Let me guess. Ja. Ja, okay, alles klar. So, und. Ich glaube, zu lesen, bevor ich hier the ride starte. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich hätte etwas tun können. Ich hätte diese Frau vor dem Leid bewahren können. Es ist so aus mir geworden. Ich verdiene das. Wenn ich diesen Albtraum entkommen könnte, ich möchte wirklich raus. Habe ich es verdient? Ich glaube, ich habe den Verstand verloren, obwohl ich vielleicht schon vor langer Zeit die Kontrolle verloren habe. Lange bevor all das begann. Für mich ist es vielleicht zu spät. Maybe if I get out of the restaurant. Wie aus dem. Warum denn jetzt? Banane. Banane. Verdammter orangenfarbener Zirkusclown. Dein Leben liegt in meiner Hand. Ich werde deinen Körper verzehren, assimilieren. Früher oder später wirst du assimiliert werden. Evil. Thank you.
Shit. Boss. Oh, Messer, nimm das Messer. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nimm das Messer. Nein. Machst du denn Schieße? Mach du da irgendwas? Was denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ist komplette Cutscene gerade. Kann ich ja nicht gerade tun, oder was? I think I can sneak in through the bench. Shit! Okay. Okay, alles klar. Okay. Hab jetzt gerade keine Metal Gear Solid Flashbacks. Scheiße. Vielleicht ein bisschen in Isolation. Plop! Nach dem Video. Ich war doch schon fast draußen. Warum bin ich denn schon wieder drin jetzt? Ich verstehe das nicht. Da bin ich leider eh. Alles gut, Evil. Lass mich hier einfach durchkriechen. Wo auch immer hin. Ist einfach wie Fallobst rausgefallen, ey. So. Ist das der Ausgang? Eine Drehtür? Oh, oh. Oh. Ja. Yes. Ja. Ich bin draußen. I made it out. Shit. That's impossible. This can't be What? Happening. Wie? Warum? Wie? Well. It looks like Eva fried your brain after all. I'd best get out of here before your stench fills the air. Oh, what is this? Seems like someone has taken a walk through my laboratory without permission. You stay right here. That's right. Dead people don't move. Goddamn fool. Ist das jetzt der Orange? Der Typ in Orange? Oh, oh, where is that fucking crackpot? Oh, Alter, Iggy, oh, aus der Pfanne raus, Alter. Das ist ja sofort eine Infektion. What is this place? How do I get out of here? Eva ist der Hauptprozessor von Oxid. Hierfür muss ein kompatibler, lebender Organismus verwendet werden. Ich habe jahrelang gesucht, bis ich sie fand. Sie weiß nichts davon, aber sie repräsentiert etwas sehr Wichtiges. Sie steht für die Evolution und könnte vielleicht die Rettung oder Zerstörung von allem und jedem sein. Doc. Während ich erforsche, wie Oxid funktioniert, kann ich Eva beobachten. Hauptprozessor des Projekts. Sie hat wohl beim Versuch aufzuwachen oder als eine Art Resterinnerung eines Metaversums, ein Metaversum geschaffen, in dem sie sich stundenlang verlieren kann. Ich habe das zu meinem Vorteil genutzt. Bei dem Verhör lasse ich Eva sie als Gäste in das Metaversum mitnehmen. Dort werden ihre Gedanken und Erinnerungen in Form von Dokumenten ausgedrückt, die sie selbst geschrieben haben. Ich kann diese Informationen extrahieren, wenn die Menschen sie wieder erlangen. Okay. Seit 40 Jahren arbeite und experimentiere ich mit Verbesserungen und meinem eigenen Körper. Diese Arbeit hat mir zusammen mit der Biotechnologie die Chance gegeben, Oxid zu starten. Die erste Modifikation, die ich an mir selbst vorgenommen habe, zielte nur darauf ab, mein Leben zu verlängern. Lunge, Niere, Harnröhre und so weiter. Aber das war nur der Anfang. Jetzt bin ich zu 30% modifiziert und bereue es nicht. Schön für dich, schön für dich.
Biotechnologie ist ein Wissenschaftszweig, der für technologische Anwendungen verantwortlich ist. Die biologischen Systeme und lebenden Organismen oder Derivate verwenden, um Prozesse für bestimmte Zwecke zu schaffen oder zu modifizieren. Organismen können genetisch modifiziert werden. Dadurch kann das Potenzial komplexer Organismen, wie zum Beispiel Menschen, genutzt werden. In Kombination mit modernster Technologie können die Möglichkeiten endlos sein. Meine neuesten Fortschritte zeigen, dass dies möglich ist. Und bald wird die Menschheit den Beginn einer neuen Revolution erleben, die nur ich verstehen kann. What is this place? How do I get out of here? Das ist Nudelholz hier unten. Schön hier. Ist immer was zu lesen? Meine Fresse, überall was zu lesen hier. Obwohl meine Forschung hauptsächlich von meinem außergewöhnlichen Intellekt abhängt, bin ich dankbar, dass sie mir geholfen hat, es bis hierher zu schaffen. Ohne ihr Geld, dieses Motel und vor allem ohne Eva wäre das alles nicht möglich. Sie hat ihre eigenen Enkelin geopfert. Oh, was? Aber ich verstehe, alles Symbole der Allgemeinheit. Na toll, Alter. Oma, ja, Oma hat sie ja hergeschickt. Oh Gott, ist das einfach. Ich kann vergeben, Keule, irgendwas. Damn fool. Er nimmt's aber relativ viel fast. I will find you and rip you open. You owe me a hand. You owe me a fucking hand. What is this place? Fuck. How do I get out of here? Shit. Fuck. Goddamn fool. I will find you and rip you open. You owe me a hand. You owe me a fucking hand. Fuck. Shit. Fuck. Goddamn fool. I will find you and rip you open. You owe me a hand. Kann das jetzt, mich das jetzt nicht lesen, tatsächlich, wenn er die ganze Zeit da rumblabbelt, irgendwie. Fuck. Shit. Fuck. Ja, nur ist ja gut. Goddamn fool. I will find you and rip you open. You owe me a hand. You owe me a fucking hand! Alter, du wiederholst dich so dermaßen. Lass doch mal Fuck. Was gut sein. Shit! Okay. Fuck! Ja, ist doch. Goddamn fool! I will find you and rip you open! You owe me a hand! You owe me a fucking hand! Fuck! Kann ich losfahren? Hält ja keine Sau aus hier. Fuck! Ah ja. Kann ich dir eine Hand nehmen? Das ist doch viel. Geiles Kette, mach mir eine Kette draus! So, wo bin ich jetzt?
Matt hat Oxid verlassen. Matt ist aus dem Motel entkommen. What do you want to know? I lost a test subject because of Eva, and they haven't had what you could call a good day. I'm sorry. I apologize. It's just that fucking bit. No, no. I won't talk about her again like that. I know that my life and research depend on you. Don't worry, ma'am. This won't be a problem. I don't think he'll get out of the forest alive. Okay, I'll handle everything. I won't fail you. Geil, wir haben's geschafft! Ey, sensationell! Ich fand's gut. Mir hat's richtig gut gefallen, das Spiel. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ansonsten sehen wir uns wieder zum nächsten Projekt. Bis dann! Macht's gut. Ciao.